Servus Leute. Hallo und herzlich willkommen zum Part 2 zu unserer Grillecke. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir Holz gerät. Sehen wir, wie man das so hergerät hat. Guckt einfach auf TikTok vorbei. Oder wenn wir nicht ganz faul sind, schneiden wir es jetzt drin. Nur im Intro. Und Johannes, zeigt euch jetzt noch was. Also ich habe hier unsere neue Mütze auf. Die könnt ihr ganz einfach bestellen, wenn ihr an unserer E-Mail dorfhab@web.de eine E-Mail schreiben mit dem Betreff Mütze. Wir haben auch Sticker, dann kommt einfach eine Betreff Sticker oder T-Shirts halt, T-Shirts in der Betreff. Ja, die Mütze kostet 15 Euro, die Sticker kostet 1,50 Euro und die T-Shirts 25 Euro. Und ja, wir haben auch Schlüsselanhänger, die gibt's auch. Wir blenden euch jetzt ganz kurz ein Bild in, wo alles drauf ist, das könnt ihr euch angucken, kurz Pause klicken. Und ja, wie gesagt, wer Part 1 zu unserer Grillecke noch nicht gesehen hat, guckt sich das jetzt als erstes an. Und heute fangen wir an mit Anfülle hinten dran, mit der Stämme und es geht jetzt los. Am nächsten Tag. Das Holz ist leer, also wir haben schon noch Holz, aber das, wir wollten halt nur dickere nehmen. Und wir haben schon neue Lieferungen bekommen. Und wie gesagt, wir fahren die jetzt gerade nur hin, aber das filmen wir für TikTok. Gucke gerne auf TikTok vorbei, da sehen wir, wie wir es herfahren. Und ja, wir bauen dann heute noch die Grillex, sehr wahrscheinlich schon fast fertig. Und das war dann alles. Es gibt doch noch viel Zeit, aber hier haben wir hier, also da haben wir das weggegrabt hier. Dann machen wir jetzt Stämme drin, so dann als Stützmauer, dass wir hier links auffüllen können, dass es nicht alles runterrieselt. Und dann kommt hier in den Bereich, hier hoch kommt die Treppe, aber das dauert jetzt erstmal noch. Und auf dem Zeitraffer sieht man das auch und dann machen wir jetzt Stämme drin, wie halt die Wand und das sind jetzt alle. Die drei da sind mal fertig. Ich meine, das Ergebnis kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Die Treppe haben wir jetzt ja auch schon angefangen hier. Die sieht da richtig gut aus und lässt sich ja angenehm gehen. Desto wird dann mit dem Motorsäge abgesägt. Wir waren einfach zu faul, um es mit der Handsäge zu sehen. Ist ja auch nicht schlimm. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann kommt bald noch ein dritter Part zu der Treppe und wie man da noch. Wir haben jetzt noch insgesamt vier Stämme drauf, da hinten einer, da zwei und da noch einer, dass es so ein bisschen abneigend ist und hinten dran halt Sand. Aber das schaffen wir jetzt nämlich, neue Schuhe. Folge uns gerne noch auf YouTube. Digga. Egal. Folge uns gerne noch auf TikTok und auf Instagram. Und bis dorthin, ciao.